Kapitel 26 Niedere Instinkte. An einem klaren Tag konnte Maul, wenn er von dem trümmerübersäten Raum im kreisrunden oberen Teil des Simhirsch-Gebäudes aus nach Nordwesten über die Hüttenstadt blickte, gerade so eben die Spitze des eleganten mittleren Turms des Jedi-Tempels ausmachen, die über dem Horizont aufragte. Jetzt, wo sein Meister unterwegs nach Eriadu war, um an einem Handelsgipfel teilzunehmen, den Sidious selbst initiiert hatte, hatte es sich der Zabrak zur Angewohnheit gemacht, mindestens einmal am Tag hochzusteigen und mit einem Elektrofernglas in Händen zu dem fernen Turm hinüberzuspähen, in der Hoffnung, einen flüchtigen Blick auf einen Jedi zu erhaschen. Doch das war noch nie passiert. Falls irgendwelche Jedi zugegen waren, saßen sie vermutlich in innere Einkehr versunken da, so wie Maul es eigentlich ebenfalls tun sollte. Und wenn er nicht gerade meditierte, sollte er lieber die Arbeit an dem elegant geschwungenen Düsenschlitten zu Ende bringen, den er Blutflosse getauft hatte, oder an dem Droiden namens C3PX. Vielleicht sollte er auch sein Geschick im Umgang mit dem am Handgelenk montierten, als Lan Varrok bekannten Projektilwerfer perfektionieren. Sich diesen Aufgaben zu widmen, hätte zweifellos eher Darth Sidious Zustimmung gefunden, als dass Maul zur Spitze des Tempels hinüberstarrte und von dem Tag träumte, an dem er gegen einen Jedi-Meister antreten würde. Seit seiner Rückkehr von Dorvala einige Standardwochen zuvor war er jedoch zu ruhelos, um im Schneidersitz auf dem Boden zu sitzen, versunken im Strom der dunklen Seite oder über den Schaltplänen des Sondendroiden zu brüten, die Darth Sidious ihm vor seiner Abreise überlassen hatte. Wenn Maul an die Zeit zurückdachte, die er auf Dorvala zugebracht hatte, kreisten seine Gedanken nicht um die Attentate, die er ausgeführt hatte. In seinem kurzen Leben hatte er schon viele umgebracht und die Tode von Patch Brute, Kabasan und den anderen, die ihre Finger mit dem Abbau des Lomiterzes drin hatten, unterschieden sich in keiner Weise von anderen Morden, die er begangen hatte. Tatsächlich hätte die Unvorsichtigkeit der Bergleute sie eigentlich zu einem langsamen Tod verurteilt, nicht zu dem raschen Ende, das Maul ihnen bereitet hatte. Stattdessen erinnerte er sich an das befriedigende Gefühl, beteiligt zu sein, das ihm die Mission beschert hatte. Es war ihm nicht bloß möglich gewesen, seine Talente in puncto Verstohlenheit, Beschattung und Kampf unter Beweis zu stellen, sondern sie außerdem auf eine Art und Weise einzusetzen, die dem großen Plan der Sith diente, was während der Jahre seiner Ausbildung auf Orsis nicht der Fall gewesen war und auch nicht bei den Ausflügen auf andere Welten, die Darth Sidious ihm zu unternehmen erlaubt hatte. Bei seiner Rückkehr nach Coruscant hatte der dunkle Lord ihn gelobt, was eigentlich Belohnung genug sein sollte, wie Maul vermutete. Und vielleicht wäre dem auch so gewesen, wenn die Mission eine andere nach sich gezogen hätte. Doch Darth Sidious hatte ihn von der Teilnahme an der Eriadu-Operation ausgeschlossen und sich nur vage über künftige Pläne geäußert. Als direkte Folge dessen, was Maul auf Dorvala getan hatte, hatten Lomit Limited und Intergalaktisches Erz fusioniert und waren von der Handelsföderation übernommen worden, was wiederum zur Berufung von Yud Gunray in das 7-Mitgliederstarke Direktorat des Unternehmens geführt hatte. Während der folgenden Gespräche mit dem Vizekönig hatte Darth Sidious verlangt, dass die Neimoidianer freiwillig einen ihrer Lucrohalt-Raumfrachter opfern sollten, zusammen mit einer Ladung Arodium waren, mit der eine Gruppe Aufständischer im äußeren Rand unterstützt werden sollte, die als die Nebelfront bekannt war. Die Entscheidung seines Meisters, sich dem Anführer der Gruppe gegenüber zu erkennen zu geben, so wie Darth Sidious es auch bei seiner ersten Unterredung mit Gunray tat, hatte Maul verblüfft. Dieser Verblüffung wich Bestürzung, als er erfuhr, dass besagter Anführer, ein Mensch namens Havoc, Darth Sidious verraten hatte,
indem er den Versuch unternahm, den obersten Kanzler Valorum auf Coruscant zu ermorden. Die Erkenntnis, dass man seinen Meister täuschen konnte, dass er nicht unfehlbar war, hatte eine merkwürdige Wirkung auf Maul gehabt. Es hatte ihm Unbehagen bereitet, ihn mit der plötzlichen Sorge um die Sicherheit seines Meisters erfüllt, die sich auf seine Fähigkeit auswirkte, seinen Geist zu beruhigen und Zuspruch in der dunklen Seite zu finden. Es war keine Angst, da Angst etwas war, das Maul so nicht kannte, sondern eine verdrießliche Besorgnis. Besorgnis um den Mann, den er einst zu töten versucht hatte und den er womöglich auch töten sollte. Noch nach all diesen Wochen verbrachte er manchmal Stunden damit, durch das Emerge-Gebäude zu wandern wie ein Haustier, das dem Geruch seines Herrchens nachschnüffelt. Gleichwohl, als er den Wunsch geäußert hatte, sich an der Eriadur-Operation zu beteiligen, selbst wenn das lediglich bedeutet hätte, den Naimodianern dabei zu helfen, Waffen von den Schwarmspezies zu beschaffen oder den Produktionsbetrieb auf Alaris Prime und anderen abgelegenen Welten in die Wege zu leiten, hatte sein Meister den Gedanken kurzerhand abgetan. Hierbei gibt es nichts für dich zu tun, hatte er ohne weitere Erklärung verkündet und ihm als Ausgleich dafür, wie Maul vermutete, die Pläne für den Dunkelauge-Druiden überlassen. Die Ablehnung hatte außerdem Fragen anderer Natur aufgeworfen. Von allen Wesen der Galaxis hatte der dunkle Lord ihn ausgewählt, um ihm als Schüler zu dienen und schlussendlich sein Nachfolger zu werden. Und dennoch hatte Darth Sidious es versäumt, ihn mit den grundlegendsten Werkzeugen auszustatten, die er brauchen würde, um den großen Plan der Sith weiterzuverfolgen. Trotz all seiner Bemühungen, sich mit der politischen Landschaft und Verbrecherorganisationen vertraut zu machen, von denen einige mit Darth Sidious verbündet waren, während andere seinem Vorhaben im Weg standen, war sein Verständnis dafür, wie die Galaxis genau funktionierte, relativ begrenzt. Er hatte begriffen, dass der Krieg der Sith mehr dem Jedi-Orden als der Republik galt, doch er hatte nicht die geringste Ahnung, wie die Rache an den Jedi letztlich aussehen würde. Was war denn, wenn seine Meister aller Unvorstellbarkeit zum Trotz etwas zustieß? Gab es einen Alternativplan? Im Gegensatz zu Darth Sidious, der sich als republikanischer Senator Palpatine maskierte und im Senat komplexe Themen diskutierte, mangelte es Maul an einer Geheimidentität. Angesichts seiner gelben Augen und seines gehörnten Kopfes voller schwarz-roter Arcana-Symbole blieb ihm bloß, in tiefster Nacht durch die Randbereiche der Hüttenstadt zu streifen, ohne praktisch jedem Furcht und Schrecken einzuflößen, der einen flüchtigen Blick auf ihn erhaschte. Als Darth Sidious ihn nach Coruscant geholt hatte, hatte Maul erwartet, dass sein Leben sich ändern würde. Jetzt jedoch kam ihm diese Umsiedlung in vielerlei Hinsicht wie eine Rückkehr zu jenen Tagen als Kampfschüler auf Orsis vor. Er wartete darauf, dass man ihm erlaubte zu kämpfen, dass er die Chance bekam, Lob und Anerkennung zu ernten. Doch stattdessen befahl man ihm bloß, noch härter zu trainieren. Die gelegentlichen Besuche seines Meisters hatten es ihm erlaubt, die Einsamkeit und die Oberflächlichkeit seiner Existenz zu erdulden. Allein als seine Einweisung in die Sith-Künste einst begann, hatte er sich außergewöhnlich gefühlt, zu etwas Besonderem bestimmt. Doch er war nicht vollends ohne Hoffnung. Hin und wieder machte Darth Sidious Andeutungen bezüglich einer Mission von allergrößter Wichtigkeit, die sie gemeinsam ausführen würden. Einer Mission, die es erforderlich machen würde, dass sie ihre gesamten Kräfte einsetzten. Noch hielt er sich mit Einzelheiten zurück, selbst im Hinblick auf Mauls Studien. Doch er machte immer wieder Hinweise darauf, dass die Mission bevorstand. Und Maul gewann mehr und mehr den Eindruck, dass sie irgendetwas mit Naboo zu tun hatte, dem Heimatplaneten seines Meisters.
Da König Viruna Palpatines Anwesenheit verlangte, unterbrach Palpatine seine Reise zum Gipfeltreffen auf Eriadu, um einen Zwischenstopp auf Naboo einzulegen. Auf dem Raumhafen wimmelte es nur so vor Schiffen von ungewöhnlichem Design, und in Theed drängten sich die Bürger in den Straßen und auf den Fahrspuren rings um den Palastplatz, um die junge Padmé Norbury sprechen zu hören. Als deutlicher Gegensatz zum fröhlichen Enthusiasmus der Menge und anscheinend als eine Art Gruppenveranstaltung gedacht, fand im Thronsaal des Palasts eine extravagante Feier statt, an der die korruptesten von Veronas Unterstützern im Elektorat und mehrere Dutzend Außenweltler von zwielichtigem Charakter teilnahmen. Die Ankündigung, dass Palpatine den Saal betreten hatte, wurde von getuschelten Anspielungen und hämischem Gelächter quittiert, das auch nicht abbrach, als er zu seinem Platz am Tisch des Königs geführt wurde, wo er gegenüber von Verona und zwischen Kun Lago und Sicherheitschefin Magneta Platz nahm. Verona, der Etikette gemäß mit seinem Zepter winkte, begrüßte Palpatine mit einem übertriebenen Lächeln. »Seid willkommen, Palpatine!« Offenbar hatte er bereits den einen oder anderen Kelch genossen, da seine Worte ein wenig lallend klangen. In die Hände klatschend setzte er nach: »Bringt Wein für Naboos gefeierten Senator!« »Vielen Dank, Majestät«, sagte Palpatine und spielte bei Verunas Unaufrichtigkeit mit. »Ich hatte schon so lange keinen Blütenwein mehr.« Verona schlug mit einer Faust auf den langen Holztisch. »Dann bringt ihm gleich zwei Kelche und schenkt so lange nach, bis sein Durst gestillt ist.« Palpatine lehnte sich zurück, als Diener herbeieilten, um Verunas Anweisungen nachzukommen. An beiden Enden der Tafel tummelten sich Wesen, die er eher ihrem Ruf nach kannte, als dass er ihnen bislang persönlich begegnet wäre. Ganz rechts von Verona saß Alexei Garin, das Oberhaupt des Verbrechersyndikats der Schwarzen Sonne, und zu seiner Linken, erhöht auf strapazierfähigen Kissen, flätzte sich eine Hut von Tatooine namens Gardulla, die Dampf aus einer Wasserpfeife einsog. Zu ihrem Gefolge gehörten zwei Humanoide, deren martialische Uniformen sie als Angehörige der Bandogora-Terrorgruppe verrieten. »Noch mehr Munition für Padmé Norbury«, dachte er. »Sagt uns, Palpatine«, fuhr Verona fort, nachdem er sich den Mund am Ärmel seines farbenprächtigen Gewandes abgewischt hatte, »was hat euch dazu bewogen, diesen Gipfel auf Eriadu vorzuschlagen?« Palpatine schenkte den Weinkelchen keine Beachtung. »Der Gipfel wird allen Beteiligten die Gelegenheit bieten, um ihre Gedanken und Bedenken bezüglich der Besteuerung der Freihandelszonen zu äußern. Ich bin mir sicher, dass eure Freunde bei der Handelsföderation das sehr zu schätzen wissen.« Palpatine wartete, bis das Gelächter verebbte, erfreut darüber, dass die Unterhaltung genau in die Richtung ging, die er erwartet hatte. »Vom Ausgang dieses Gipfels hängt viel für Naboo ab, Majestät.« »Ah, dann habt ihr dies also zum Wohl von Naboo organisiert.« Er hob seine Stimme, sodass ihn alle am Tisch verstehen konnten. »Palpatine hat dies aus Sorge um Naboo in die Wege geleitet.« Seine Miene wurde härter, als er sich vorbeugte. »Und zweifellos habt ihr auch an Naboo gedacht, als ihr an die Norburys herangetreten seid, damit ihre Tochter bei der nächsten Wahl gegen mich antritt.« »Überlegt euch gut, bevor ihr leugnet«, sagte Magneta leise zu ihm. Lago lehnte sich herüber, um hinzuzufügen: »Mein Sohn war zugegen, als ihr den Norburys das Angebot unterbreitet habt.« »Zusammen mit Padmé Norbury, wenn ich mich nicht irre«, sagte Palpatine beinahe verschwörerisch. Während Lago versuchte, sich darauf einen Reim zu machen, sah er Verona an. »Wir haben uns über die Flüchtlingsbewegung unterhalten.« Der Monarch starrte ihn finster an, ehe er das Ganze mit einer kleinen Handbewegung abtat. »Was geschehen ist, ist geschehen. Und ich fürchte, das betrifft auch euch, Senator.« Er wies mit einer ausladenden Geste in Richtung Palastplatz und sagte:
Glaubt ihr allen Ernstes, dass mich ein kleiner politischer Emporkömmling vom Thron stoßen kann? Die Tochter irgendwelcher Bergbauern? Palpatine zuckte die Schultern. Die Menge dort draußen, die wegen ihr gekommen ist, scheint jedenfalls dieser Ansicht zu sein. Idealisten, sagte Veruna spöttisch. Rückständige. Sie träumen von dem Naboo von vor 50 Jahren, doch ihr Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Er stocherte mit seinem Zeigefinger in der Luft vor Palpatines Gesicht herum. Meine erste offizielle Amtshandlung nach meiner Wiederwahl wird sein, euch als Senator zu entlassen. Er sah Lago an. Kuhn wird Naboos neuer Repräsentant. Palpatine runzelte in gekünstelter Enttäuschung die Stirn. Janus Creatus wäre eine bessere Wahl. Veruna war aufgebracht. Eine Empfehlung von euch kommt einer Aburteilung nach. Und ich rate euch dringend, auf Coruscant zu bleiben, da ihr auf Naboo nicht mehr länger willkommen seid. Er senkte die Stimme. Vergesst nicht, dass ich Informationen besitze, die euch ruinieren könnten, Palpatine. Genauso wie ihr, die Norberrys und die übrigen, mich zu ruinieren versuchen. Am Tisch wurde es still, als eine Staffel in 1 Sternenjäger an den bogenförmigen Fenstern vorbeischoss, um die Kundgebung auf dem Platz aufzulösen. Palpatine gestattete sich ein Lächeln. Die Naboo werden erfreut sein, dass eure Raumstreitmacht zumindest zu etwas gut ist, Majestät. Verunas aufgeschwemmtes Gesicht lief rot an. Wenn ihr wüsstet, ich sagte euch ja bereits, dass ich die Absicht habe, unsere Partnerschaft mit der Handelsföderation und Hego Damas zu beenden. Und das werde ich auch tun. Palpatine warf der Hut und ihren Bandogora-Lakaien einen Blick zu. Mithilfe eurer neuen Partner. Und was wollt ihr tun? Die Frachter der Handelsföderation aus dem Schomel-Sektor jagen? Damask öffentlich die Stirn bieten? Damask hat alle betrogen. Fragt Gadulla, fragt Alexei Garin. Der Moon hätte besser seine Lehre aus der Lektion ziehen sollen, die Kran ihn vor 30 Jahren erteilt haben. Diese Bemerkung bereitete Palpatine diebisches Vergnügen. Und du machst genau dieselben unverzeihlichen Fehler wie sie. Was lässt euch glauben, dass er das nicht getan hat? Veruna schickte sich an, etwas darauf zu erwidern, verkniff sich dann jedoch, was ihm bereits auf der Zunge lag, und begann stattdessen von Neuem. Von jetzt an wird Naboo seine Ressourcen selbst verwalten. Gadulla und die Schwarze Sonne werden den Plasma-Export und den Warenimport überwachen, und die Bandogora werden entlang der Raumstraße unsere Interessen schützen. Zu schade, dass ihr daran nicht teilhaben werdet. Zu schade, gewiss, sagte Palpatine und erhob sich. Bis es soweit ist, dass ihr mich in meinem Amt ersetzt, Majestät, werde ich weiterhin im besten Interesse von Naboo handeln, auf Eriadu und auf Coruscant. Sollte ich Damask sehen, werde ich es nicht versäumen, ihm zu sagen, dass er eure Ambitionen unterschätzt hat. Veruna sah ihm direkt in die Augen. Macht euch diesbezüglich keine unnötigen Gedanken, Palpatine. Ihr werdet ihn nicht wiedersehen. Mit dem Transpirator vor dem Gesicht bewegte sich Plagueis mit agiler Entschlossenheit durch die eiskalten Räume, in denen in den vergangenen 20 Jahren so viele Experimente stattgefunden hatten. Die meisten der Käfige und Zellen waren jetzt leer. Die Testobjekte, die sich einst darin befanden, waren freigelassen worden. Er fragte sich, ob Sojons Kreelbaumelder nun zu einer Art Laboratorium werden würden, zu einer gewaltigen scharlachroten Petrischale für die Evolution von Mutanten. 114D schob sich auf dem Weg zum Innenhof an ihm vorbei. In seinem Gliedmaßenquartett hielt er einen hohen Stapel metallener Transportkisten. Vergewissere dich, dass sämtliche Daten dauerhaft gelöscht wurden, sagte Plagueis.
Der Druide nickte. Ich werde mich dessen ein drittes Mal vergewissern, Magister Damask. Und 4D, informiere die Sonnengarde darüber, dass ich mich auf Tyrsis mit ihnen in Verbindung setzen werde. Ich kümmere mich darum, Magister. Plagueis betrat den Raum, der ihm einst als Meditationskammer gedient hatte. Obgleich der Raum mit der hohen Decke bereits in seinem Gedächtnis gespeichert war, studierte er schweigend die paar Möbelstücke, wie auf der Suche nach irgendeinem Detail, das seiner Aufmerksamkeit bisher entgangen war. Sein Blick verweilte auf dem kleinen Vorzimmer, in dem Sidious und er zusammensaßen, als sie die Veränderung herbeigeführt hatten. Und diese Erinnerung war von solcher Wucht, dass er in einen Augenblick intensiver Tagträumerei katapultiert wurde. Damals war ihm schon seit einer Weile bewusst gewesen, dass Sidious seine Obsession, die Geheimnisse von Leben über Tod zu enträtseln, zunehmend kritischer gegenüberstand. Zweifellos hatte Sidious das Gefühl gehabt, als habe Plagueis zu viel in das Projekt investiert, häufig unter Vernachlässigung des großen Plans. Ja, dass Plagueis sein eigenes Überleben wichtiger geworden war als das der Sith. Unterdessen war Sidious die Aufgabe zugefallen, die Ränke zu schmieden und Früchte tragen zu lassen, die dafür sorgen würden, dass sie beide in Coruscant an die Macht gelangten. Sidious dirigierte die galaktischen Ereignisse so, wie Plagueis die Strömungen der dunklen Seite kontrollierte. Und dennoch war ihr Arrangement genau richtig so, wie es war, da Sidious eine Gabe für List besaß, die die Talente jedes anderen Sith Lords überstieg, der ihm vorangegangen war, einschließlich Bane. Plagueis fand eine gewisse Ironie in dem Umstand, dass Sidious in Bezug auf ihn mittlerweile genauso empfand, wie er gegen Ende seiner langen Schülerschaft für Tenebrous empfunden hatte. Tenebrous vertraute mehr auf Sith-Wissenschaft und Computerprognosen als auf die Sith-Künste. Doch auch Plagueis verstand, dass für ihn die Zeit gekommen war, in die Welt zurückzukehren und an Sidious Seite zu stehen, um mitzuerleben, wie diese wichtige Phase des Plans Wirklichkeit wurde. Palpatines Aufstieg ins Kanzleramt und die beispiellose Ernennung von Yigo Damask zum Co-Kanzler der Republik. Des alterslosen Yigo Damask, wie es schlussendlich heißen würde. Und wenn das hinter ihnen lag, konnten sie sich endlich der größeren Aufgabe zuwenden, den Jedi-Orden auszulöschen. Dass Meister Dooku zögerte, den Orden zu verlassen, war nicht weiter überraschend. Yoda hatte Dooku zwar von Sereno weggeholt, doch er hatte es versäumt, ihn von Sereno zu befreien. 20 Jahre zuvor hatte Plagueis gesehen, wie sich die dunkle Seite in ihm regte. Seitdem hatte er versucht, wann und wie immer möglich, mehr von diesen schlummernden Kräften an die Oberfläche zu drängen. Auf Galidran, in geheimer Absprache mit dem dortigen Gouverneur und Mitgliedern der Deathwatch, um die Jedi in eine letztlich auswegslose Konfrontation mit den wahren Mandalorianern zu locken, auf Jyn Shor und Malastare und unlängst, dank Sidious Bemühungen, auf Asmehu und Eriadu. Unter anderen Umständen wäre Dooku bereits stark in der Macht, im Kampf ausgebildet und überdies noch Diplomat, womöglich ein mächtiger Verbündeter gewesen. Wäre da nicht die Tatsache, dass sich Dooku im Gegensatz zu dem Sabrak, den Sidious ausgebildet hatte, niemals damit zufrieden geben würde, als Schüler oder als bloßer Attentäter zu dienen? Er würde verlangen, zu einem wahren Sith zu werden, und das würde Schwierigkeiten heraufbeschwören. Es war besser, Dooku zu gestatten, seinen Weg zur dunklen Seite selbst zu finden. Welche Version davon ihm durch das Studium der Sith-Holokrone, die sich im Besitz der Jedi befanden, auch offenstehen mochte. Es war besser, wenn er dem Orden aus eigenem Antrieb den Rücken kehrte und zum wohlwollenden Wortführer der Entrechteten wurde, so wie man es von jemandem von hohem Rang erwarten würde.
Ja, es war besser, ihm zu erlauben, Welten und Systeme davon zu überzeugen, sich von der Republik abzuspalten und einen Bürgerkrieg anzustiften, in den die Jedi unweigerlich mit hineingezogen werden würden. Das plötzliche Schrillen von Alarmsirenen bereitete seinen Grübeleien ein jähes Ende. Die Zeit verrinnt. 114D kehrte zurück. Für einen Droiden bewegte er sich ausgesprochen schnell. Es wurden 5 im Anflug befindliche Schlachtschiffe registriert, Magister. Früher als geplant. Möglicherweise wurden eure Feinde darüber informiert, dass ihr Angriffsplan kompromittiert wurde. Eine vernünftige Annahme, 4D. Ist das Schiff startklar? In Bereitschaft, Magister. Nachdem er sich ein letztes Mal umgeschaut hatte, eilte Plagueis durch die weit offenstehende Tür in den Innenhof hinaus, wo das schnittige, von Rogues Gnome entworfene und von Rice Jena gebaute Raumschiff auf ihn wartete. Stilistisch frei einem Kurierschiff nachempfunden, das zu Zeiten des alten Sith-Imperiums alltäglich gewesen war, wirkte der Infiltrator nach wie vor, als sei er aus der Vergangenheit hierher geflogen. Mit nicht ganz 30 Metern Länge und geformt wie ein Wurfpfeil ragten dort, wo bei einem Vogel reizvolle Federn gewesen wären, 2 kurze Flügel aus einem runden Kommandomodul hervor, die in geschwungenen Kühlflossen endeten, die das Modul wie Klammern umrahmten, wenn sie aktiviert waren. Was das Schiff jedoch einzigartig machte, war eine von einem Stygiumkristall angetriebene Tarnvorrichtung, die einen Großteil des langgezogenen konischen Bugs des Flugwerks einnahm. Als Plagueis das Cockpit betrat, tauschte 114D den einstigen Pilotensitz gegen einen der Plätze ein, die den hinteren Bereich des Moduls säumten. Alle Systeme sind bereit, Magister. Plagueis ließ sich in den Drehsessel sinken, legte das Sicherheitsgeschirr an, schloss die Hände um das Steuer und ließ das Schiff aufsteigen. Es schraubte sich über den hoch aufragenden Mauern der alten Festung in die Höhe, bevor es in Sojons trüben Himmel emporschoss, unsichtbar für alle Scanner, die auf den Planeten gerichtet sein mochten. Schon schlugen die ersten Energiestrahlen der feindlichen Flottille in die Greelbaumwälder ein, schleuderten Vegetationen umher und entfachten Feuerstürme. Plagueis ging durch den Kopf, dass einige der Kreaturen, die eigens für den Mond geklont worden waren, jetzt wohl erneut aussterben würden. Eine zweite Salve Laserstrahlen traf den Turm, in dem er so viele Stunden in tiefe Meditation versunken zugebracht hatte, und ließ ihn in den Innenhof krachen. Außerhalb des Infiltrators wurde die Luft zusehends heißer, und heftige Böen wurden von dem aufgepeitscht, was von oben entfesselt worden war. Weit ab ans Steuerbord spiegelte sich Sternenlicht auf einem Angriffsschiff, das rasant auf die Oberfläche zusteuerte. Turbolaserbatterien auf dem Boden erwiderten das Feuer, so dass es aussah, als würde der Himmel sich selbst bekriegen. Am Rande des Weltraums erblühten kurzlebige Explosionen, als die Schilde anvisierter Schiffe überlasteten. Andere hingegen durchbrachen das Sperrfeuer. Ihre Waffensysteme schnitten Ascheschneisen in den Wald und rissen gewaltige Felsbrocken aus dem Steilhang. Der Boden bebte und riesige Rauchsäulen stiegen empor. Erst explodierte eine, dann eine zweite Geschützstellung, um eine ganze Mauer der Festung einstürzen zu lassen. Plagueis studierte die Cockpit-Anzeigen, als der Infiltrator weiter an Höhe und Geschwindigkeit gewann, durch Rauch und flüchtige Wolken jagte. Die Koordinaten des Treffpunkts sind bereits im Navigationscomputer gespeichert, sagte 114D hinter ihm. Die Kommfrequenz ist ebenfalls voreingestellt. Plagueis schwang zum Navicomputer herum, während Erschütterungen das Schiff durchrüttelten. Er hatte gerade eine Hand auf die Tastatur der Konsole gelegt, als der Himmel eine Sphäre blendenden Lichts zu gebären schien. Nach einem Moment vollkommener Stille schoss eine Kaskade infernalischer Energie auf das hernieder,
was von der Feste noch übrig war, und konzentrische Ringe explosiver Kraft schossen nach außen, um in einem Umkreis von 20 Kilometern rings um den Einschlagspunkt alles in Schutt und Asche zu legen. Der Infiltrator wurde in die Höhe gewuchtet wie ein Vogel, der von Thermalwinden erfasst wird, und einen Moment lang fielen sämtliche Systeme des Schiffes aus. Plagueis saß von erzürntem Unglauben erfüllt da. Irgendwie hatten Verona und seine Kumpane, Gardulla, die Schwarze Sonne und die Bandogora, eine verbotene Nuklearwaffe in die Hände bekommen. Keine der Sonnenwachen konnte die Detonation überlebt haben, aber andererseits hatten sie das auch nicht verdient. Nuklearwaffen waren rar gesät, und offensichtlich hatten die Ishani es versäumt, die wenigen Schwarzmarkthändler zu überprüfen, die Zugriff darauf hatten. Eine Säule aus tosendem Feuer und Rauch schob sich in den Himmel hinauf und fächerte in der dünner werdenden Atmosphäre auseinander, um zu einer pilzförmigen Wolke zu werden. Die Creel-Bäumwälder waren nur noch verkohltes Ödland. Die Festung war zu Schlacke und Glas geschmolzen. Tief bewegt wurde Plagueis bewusst, dass er keine so starken Emotionen mehr gehegt hatte, seit er vor so vielen Jahrzehnten Mygeto den Rücken gekehrt und sich unter die Fittiche von Darth Tenebrous begeben hatte. Der Infiltrator blieb auf Kurs und stieg aus dem Chaos empor. Blinkende Sterne wurden sichtbar, und mit einem Mal hatte das Flottenschiff die Schwerkraft des Mondes hinter sich gelassen und wurde von der kraftvollen Umarmung von Soyons Mutterwelt angezogen. Sie hatten gerade die Nachtseite des Planeten erreicht, als die Com-Konsole ein durchdringendes Signal von sich gab. Magister Damask, wir entdecken zwar auf keinem unserer Scanner eine Spur eures Schiffs, aber wir vertrauen darauf, dass ihr irgendwo da draußen seid. Plagueis deaktivierte die Tarnvorrichtung des Schiffs und schwang zur Com-Konsole herum. Sternjuwel, hier spricht Damask. Jetzt sollten die Scanner imstande sein, uns zu registrieren. Bestätige, Magister Damask. Ihr habt Freigabe für Andockbucht 4. In mittlerer Entfernung hing eine Sternenjacht von gewaltiger Größe und protzigem Design im All. Das wie eine Pfeilspitze geformte Schiff war schwer bewaffnet und riesig genug, um einem halben Dutzend Sternjäger Platz zu bieten. Während Plagueis darauf zusteuerte, drang ein nachhallendes Lachen aus den Lautsprechern der Com-Konsole. Ich hoffe, euch eines Tages dazu überreden zu können, das Geheimnis eures unsichtbaren Schiffs mit mir zu teilen, Magister Damask. Ich weiß eure Pünktlichkeit zu schätzen, Jabba de Siligic Jure. Genau wie die fortschrittliche Technik, die es mir erlaubt hat, zu vermeiden, atomisiert zu werden. So werden bestehende Partnerschaften gefestigt, Magister. Wie lautet unser Ziel? Coruscant, erwiderte Plagueis. Allerdings muss ich euch vor unserer Ankunft noch um einen weiteren Gefallen bitten. Sagt einfach, was ihr wünscht, und es wird erledigt. Dann stellt eine Verbindung nach Naboo her. König Verona muss darüber informiert werden, was er sich und seinen Verbündeten eingebrockt hat. Jabba lachte wieder. Mit dem größten Vergnügen.